Hallo und herzlich willkommen. Heute präsentiere ich dir vier Kernaussagen aus dem Buch Charlie Munger, The Complete Investor, geschrieben von Trent Griffin. Viel Spaß damit. Kernaussage Nummer 1. Lernen ist unbezahlbar. Große Investoren wie Charlie Munger und Warren Buffett widmen viel Zeit dem Lernen. Charlie Munger ist der legendäre Investor und Finanzpartner von Warren Buffett, ein bekannter Name, wenn es um kluges, erfolgreiches Investieren geht. Aber das ist nicht alles. Munger ist auch Vizepräsident von Berkshire Hathaway, wo Buffett CEO ist. Berkshire Hathaway ist die fünftgrößte Aktiengesellschaft der Welt. Die Aktivitäten sind breit gefächert, mit Beteiligung in Sektoren wie Versicherungen, Finanzen, Energie, Versorgung, Schienengüterverkehr, Fertigungen und Dienstleistungen. Das Unternehmen ist auch der alleinige Eigentümer der Fast-Food-Restaurantkette Dairy Queen, des Bekleidungsherstellers Fruit of the Loom und des Privatjet-Unternehmens NetJets, nur um hier einige zu nennen. Berkshire Hathaway hält auch beträchtliche Anteile an den Finanzdienstleistungsunternehmen American Express, dem Technologieriesen IBM und der Coca-Cola Company. Im Dezember 2014 wurde eine Klasse A-Aktie von Berkshire Hathaway für über $220.000 verkauft, der bis dato teuerste Handel pro Aktie an der NYSE. Im Jahr 2015 betrug der Jahresumsatz von Berkshire Hathaway 200 Milliarden US-Dollar. Alles schön und gut. Aber es wirft eine Frage auf. Wie wurde Berkshire Hathaway zu einem solchen Erfolg? Der Erfolg des Unternehmens basierte auf den brillanten Anlagestrategien und scharfsinnigen Köpfen von Munger und Buffett. Für Munger beruht sein Erfolg als Investor auf seinem unerschütterlichen Wunsch, sich selbst neue Dinge beizubringen. Tatsächlich ist er das perfekte Beispiel für seine Überzeugung, dass erfolgreiche Investoren lernende Maschinen sein müssen. Munger und Buffett widmen unglaublich viel Zeit ihres Arbeitstages dem Lesen, wodurch der Erwerb von Unmengen an Wissen zu einem wichtigen Teil ihrer Arbeit wird. Munger sagt, er sei nicht als Geschäftsgenie geboren, sondern habe sein Investment-Know-how durch unzählige Stunden des täglichen Lesens und Aufnehmens von Informationen über Jahre verfeinert. Kernaussage Nummer 2. Kenne ich nicht, mag ich nicht. Investoren wie Munger, Buffett, Irving Kahn und Seth Klarman schwören alle auf eine Methode, das Graham Value Investing System, erfunden von Benjamin Graham, einem amerikanischen Ökonomen und professionellen Investor. Was macht dieses System zu einer so beliebten Wahl unter den besten Investoren der Welt? Dieses System basiert auf Einfachheit. Das ultimative Ziel des Graham Value Investing Systems besteht darin, nur Dinge zu tun, die in der eigenen Kompetenz liegen. Wie Buffett gerne sagt, ist Investieren einfach, aber nicht einfach. Anstatt sich auf komplizierte Investitionen einzulassen, die man möglicherweise nicht vollständig versteht, akzeptiert man die Grenzen seines Wissens und konzentriert sich auf sichere Wetten. In Anlehnung an das Graham-System sortierte Berkshire Hathaway seine potenziellen Anlagemöglichkeiten in drei Körbe. In, Out und Too Tough. Der In-Korb enthält lohnende, potenzielle Investitionen und ist der kleinste Korb. Der Out-Korb enthält uninteressante Gelegenheiten. Der Too Tough-Korb birgt Möglichkeiten, die großartig aussehen, aber derzeit außerhalb der Kompetenz von Berkshire liegen. Wenn man dem Value-Investing-System von Graham folgt, konzentriert man sich darauf, Aktien für weniger als ihr zukünftiges Ertragspotenzial zu kaufen. Seth Klarman vergleicht das Investieren damit, an einer Bushaltestelle zu sitzen und auf einen Bus zu warten, obwohl man keine Ahnung hat, wann er kommt. Es ist die Aufgabe als Investor, sich auf langfristige Ergebnisse zu konzentrieren, um das Beste aus seinen Investitionen zu machen. Man muss bereit sein zu warten, bis unterbewertete Aktien ihren Wert wieder erlangen. Zudem muss man auf den richtigen Moment warten, um eine neue Investition zu tätigen. Anders als beim Baseball gibt es beim Investieren keine Strikes. Es ist nicht nötig, den Ball bei jedem Wurf zu treffen. Man muss nur dafür sorgen, dass man bereit ist zu schwingen, wenn der richtige Ball kommt.
Mit anderen Worten, großartige Investitionen erfordern einen realistischen Ansatz, ganz zu schweigen von Geduld und Mut. Kernaussage Nummer 3: Kühler Kopf behalten. Munger glaubt, dass fast jeder Grahams Value Investing System folgen kann, da die Richtlinien relativ einfach und leicht anzuwenden sind. Munger selbst verfolgt 4 wichtige Prinzipien, die von jedem Value Investor leicht übernommen werden können. Erstens, er behandelt den Besitz einer Aktie als Eigentum an einem Unternehmen. Man wird den Wert seiner Aktie nicht verstehen, wenn man das Unternehmen, in das man investiert, nicht wirklich kennt. Jede Bewertung einer Aktie muss mit der Bewertung des Kerngeschäfts beginnen. Zweitens kauft er mit einem Rabatt, um sich eine Sicherheitsmarge zu verschaffen. Eine Sicherheitsmarge ist die Differenz zwischen dem aktuellen Börsenkurs der Aktie und ihrem inneren Wert, also ihrem zukünftigen Cashflow. Drittens soll man immer auf der richtigen Seite des Marktes bleiben. Ein Graham Value Investor weiß, wie man falsch bewertete Vermögenswerte erkennt und das seltsame, sogar bipolare Verhalten von Mr. Market, die Verkörperung der investierenden Herde. Manchmal ist er deprimiert und verkauft seine Vermögenswerte zu einem Schnäppchenpreis, während er manchmal begeistert ist und viel mehr zahlt, als er sollte. Wenn man sie erkennen kann, sind Anlegerfehler wie diese goldene Gelegenheiten. Und viertens, bleib rational. Das ist schwieriger, als es sich anhört. Es ist unsere Aufgabe, bei der Auswahl von Anlagemöglichkeiten nüchtern zu bleiben. Investieren nach Lust und Laune ist nicht nur töricht, sondern auch gefährlich. Wie Munger sagt, Rationalität ist etwas, das man fördern muss. Es lohnt sich, sich die Mühe zu machen, cool zu bleiben, da so sinnlose Fehler vermieden werden können. Kernaussage Nummer 4: Weisheit über alles. Das Value Investing System von Graham ist nicht das einzige Framework, dem Munger folgt. Er kanalisiert auch die Prinzipien weltlicher Weisheit in jede Investitionsentscheidung, die er trifft. Weltliche Weisheit ist ein einzigartiger Rahmen, der eine Reihe von mentalen Modellen oder Denkweisen aus einer Reihe von Disziplinen verwendet. Psychologie, Geschichte, Mathematik, Physik, Philosophie und Biologie. Munger glaubt, dass dies alle Weisheiten haben, die aus der einzigartigen Sichtweise der Welt jeder Disziplin stammt. Durch die Untersuchung des Verhaltens durch diese verschiedenen Linsen kann ein versierter Investor Ähnlichkeiten und Muster erkennen, wo andere, weniger aufschlussreiche Investoren es nicht tun. Zum Beispiel kann man sich auf die Kernidee jeder Disziplin konzentrieren. Warum studieren Menschen in jedem Bereich das, was sie studieren? Wie strukturieren sie ihr Wissen? Und wie nutzen sie es? Angenommen, der Preis eines Produkts ist kürzlich gestiegen, aber das Unternehmen ist immer noch in der Lage, das Produkt in steigender Zahl zu verkaufen. Bricht dieses Ereignis nicht die ökonomische Regel von Angebot und Nachfrage? Sicher, aber es passt auch in ein Modell aus der Psychologie, das der Giffenware. Ein Produkt, das der Kunde bei steigenden Preisen mehr begehrt, weil es die Ware exklusiv macht. Weltklugheit kann einen Wettbewerbsvorteil bringen. Hätte ein engstirniger Investor diesen Preisanstieg beobachtet, hätte er sich möglicherweise entschieden, die an das Produkt gebundenen Vermögenswerte aufzugeben. Ein weltlicher, weiser Investor würde das Produkt als Giffengut erkennen, sich gegen die Masse stellen und an seiner Investition festhalten.